Willkommen zurück zu Kami Kenix Simulator 2015. Ich habe beim letzten Mal hierhin die Lagerbuchsen vergessen. Hier drüben habe ich die gerade schon reingezogen. Danach habe ich erst auf Aufnahme gedrückt. So, dann sind wir aber jetzt hinten wirklich komplett. So, was waren da noch? Abgascut. Die könnte ich eigentlich auch schon mal holen. So, und wie war das mit der Antriebswelle? Die hole ich mir schon mal. Das Teil hier. Halt. Ja, aber baue ich noch nicht ein. Ich wollte jetzt hier mal nachschauen. Zu reparieren habe ich nichts mehr. Und ich würde jetzt direkt die Teile, die ich hier habe, verkaufen. Also das, was ich jetzt definitiv nicht mehr benötige. Ja, auch wenn das blöd aussieht mit den Rücklichtern. Karosserie war ja 100%. Und die? Wieso hatten die... Fehlt da eine? Also hinten kann das gar nicht sein. Wenn, dann fehlt die vorne. Ah, hier die coolen Felgen. So, erstmal den Schrott verkaufen. Da gibt es gerade mal 41 noch, ne? Der ganze Crap von hinten. So, jetzt aufpassen. So, und das behalte ich. Tonight. Ja, die hätte ich eigentlich dann auch schon holen können beim letzten Mal. Vordere Antriebswelle. Radnabenlager, was war das irgendwie? Solide, bla bla bla. Solide. Also, Spurstangen muss ich mir nur noch eine kaufen. Darf ich jetzt gleich nicht vergessen. Na, komm schon. Boah, der sieht aber eigentlich... Hä? Och nee, wieder die Maus. In jedem einmal, was soll denn das? Oh, didim. Ja, ist gut jetzt. Komm, weiter. Ey, als ob das so mit Absicht ist. In jeder Folge einmal genau. Manchmal sogar mehrmals. Kriegst du doch einen Knall. Wenn ich so den ganzen Tag am PC sitze, jetzt nicht zocke oder so, gar nichts mache, passiert das nicht. Kaum bin ich in der Aufnahme. Wie ärgerlich. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Es kann nur daran liegen, dass die Maus irgendwo einen Kabelbruch hat. Aber das ist so unstetig. Ich glaube, bewegt ja die Maus nicht anders, ne, als wie jetzt die letzten 20 Minuten. Aber dann irgendwann passiert's. Voll doof. Vielleicht muss ich einfach mal einen anderen USB-Slot probieren. Irgendwann ist auch bestimmt mal wieder fertig, den PC komplett zu resetten, ey. Ordentlich das System neu drauf spielen. Formatieren und so den ganzen Kram. Ey, ich sträub mich aber immer so davor, weil das. Eigentlich geht's schnell, aber wenn ich dann an die ganzen Windows-Updates denke, wo das Teil einfach mal sowas von nicht zu benutzen ist. Also für nichts, was für mich wichtig wäre, jetzt sag ich mal. Kann er da nicht zocken und dann geht das noch nicht. So, jetzt bin ich eigentlich hier schon. Aber ja. Ich würde sagen. Warte, die Wanne, die drücke ich mir noch ab hier. Oder ziehen, besser gesagt. Ölreinigung. Ja, richtig. Wir könnten jetzt erstmal noch die letzten Wände hier. Wir haben einen Punkt. So. Anwenden. Ah, cool. Blau. Oh. Hm, passt aber irgendwie nicht so ganz hier rein. Ich fand eigentlich das ganz cool. Diesen Ziegelstein in Schwarz. Hier. Ah, das ist doch mal eine fette Werkstatt. Voll
aufgetunt alles. Die Werkstatt selber. Und die Kiste, die haben wir ja von außen schon getunt. Hier wollte ich hin. Dann bin ich mal gespannt. Könnte sein, dass man jetzt die Tastatur etwas hört. Na komm schon. Irgendwie hängt es hinterher. Deswegen kriege ich das nicht schneller hin. Beste Ausrede war das überhaupt, ne? Schweiß. So. Was ist gleich parallel da drüben wieder dran? Die Zahnstange ist auch ganz die vordere. Jetzt gebe ich hier gleich mal wieder vor der ein. Oder vorde. Reicht aus. Welche brauchte der denn? Die B. So. Hey? Moment mal. Habe ich nicht eine Spur... Ach, das war die Antriebswelle. Habe ich das echt mit der Antriebswelle vergessen? Das sieht ja auch aus wie eine Spurstange. Und die brauche ich ja sowieso noch. Hm. Okay. Ne, machen wir dann zum Schluss. Also... Ne, gebe ich direkt Stange ein. Denn der Kopf, der wird auch benötigt. Und jetzt vorder oder vorder. 100%. 100%. Spurstangenkopf. Und da auch. So, was hat er denn jetzt hier? Der hat 100%. Die garantiert nicht. Das ist B. Jetzt gebe ich wieder vorder ein. Ups. Vordere Radnabe. Beides 100%. Ich mache erstmal nur eine Seite, um zu sehen. Auch 100%. Sehr gut. So, ja, genau, den habe ich ja gerade gekauft. So, vordere Stoßdämpfer B. Und da, ich glaube, klar, da muss eine Feder rein, logischerweise, aber ich warte es doch nochmal ab. Beim letzten Mal habe ich nämlich die Domlager zu viel gekauft und für hinten die Federn bei dem anderen Auto. Zum Glück kann ich die hier verbauen. So, die haben wir hier unten. Okay, die Lagerbuchsen hole ich mir gleich. Mache jetzt direkt mal hier weiter. Radnabenlager. Ich mache erstmal nur eine Seite. Vielleicht hätte ich das immer schon so machen sollen. Man sieht ja dann, was auf der anderen Seite fehlt, ne? Geht da noch nichts? Das Antriebsteil. Ach so, die Vorderachse fehlt noch. Jetzt... Okay, die brauche ich auch nicht zu kaufen. So, jetzt sind wir hier beim Bremssystem schon angekommen. Das war innenbelüftete, genau. Die habe ich noch nicht geholt. Bremssattel ist repariert. Und dann kann hier direkt die Felge drauf. Die anderen habe ich ja verkauft gerade, die alten. Sehr schön. Sehr schön. So, dann kann ich jetzt hier durchziehen. Einfach. Weil ich ja alles schon gekauft habe. Eigentlich die beste Variante, ne? Und dann haben wir nur noch den Motor vor uns. So, zack. Zack. Ups. Zack. Und hier. So, Bremsbeläge. Ah, der Motor wird ja auch nochmal ein Akt, ey. Ach so, na klar, erst hier unten wieder. Nein, halt. Hä, wieso habe ich den nicht zweimal gekauft? Das war natürlich blöd, ey.
Habe ich tatsächlich nur einmal geholt gerade, oder? So, und die Felge dran. Jetzt haben wir noch die Lagerbuchsen da. Ist eigentlich voll gut, das immer so stückweise zu machen. Also erst hinten, dann vorne und dann Motor. Muss ja nicht die Reihenfolge haben. Na? Sehe ich's? Sehe ich's? Ja, jetzt sehe ich's. So, das lasse ich mal weg. So, dann geht's jetzt direkt hier an die... Boah, Alter. Guck mal auf den Motor, bitte. Ja, vom Motorraum, da will ich ja noch nicht dran. Ich will ja die Teile gleich mit abziehen hier. Ne, war? Hoppa. Come on. Komm. So. Dann kann ich direkt jetzt von unten hier an den Krempel dran. Gleich mal schauen, was noch hier unten dran hängt. Von oben dann nicht abziehen kann. Das geht noch nicht. Vom Motorraum. Oh, ABS ist auch vom Motorraum. Okay. So, jetzt sieht man gleich, wenn der unten ist. Mit den, ja, sieht echt nice aus. Den lackieren wir uns dann noch schön schwarz. Das sind echt coole Felgen, muss ich ja sagen. Gefallen mir sehr gut. Oh, wieder so ein... Aber das war alles zum Stecken hier. Das ging. Außer das Teil. Mit dieser fetten Schraube da, die man immer so leicht vergisst, weil die am Bildrand ist. Achso, da muss erst die Drosselklappe ab. War das Drosselklappe? Ja, genau. War schon richtig. So, ja komm, erstmal hier die Nebenteile mit raus. Kleine ABS-Schräubchen, ne? Das. Boah, hier die blöden Klammern, ey. Die nerven ja so richtig. Immer noch. Nach wie vor. Und alles weg. Halt. Kraftstofffilter, das Teil. Vorne erstmal die Tragrolle hier raus. Also diesen V8 habe ich auch schon öfter auseinandergenommen. Mittlerweile weiß ich, wo hier vorne welches Rad zuerst locker gemacht werden muss. Nee, ich will natürlich kein Öl rein. Guck mal, da ist doch keine Wanne drin. Da sieht man noch die Ölspuren hier unten. Weil ich die immer einfach rausnehme. Ist mir egal. So, direkt die Rollen alle rausziehen hier. Komm schon. So. Boah, diese Kleinigkeiten hier, ne, immer. Das nervt doch bei dem V8. Der hat vorne einfach so viel Krempel dran. Den braucht doch keiner. Genau. Alles unnütz. Na, guck mal hier, den hat er jetzt noch gar nicht rausgezogen. Ah, das ging geschmeidig. Boah, hier die Zündkerzen. Der Krümmer. So, und hier ist auch der Anschluss zu den Abgasrohren da unten. Also alles ab hier muss ich definitiv noch neu machen. Na, hier ist Steuergehäuse. So, die Nockenwellen. Boah, ich versuche was in Rekordzeit. Also auseinander kriege ich den jetzt noch in dem Part. Ah, hier habe ich noch die Zündkerzen drin. Abgaskrümmer ist auch noch dran. Weg damit. Was hängt denn da noch für ein rostiges Rohr? Das ist vom Motor selber. Ja, das ist vom Motor selber hier. Boah, Zylinderkopf. So, kannst du das nicht mit zwei Jahren machen? Für jeden Zylinderkopf ein. Garantiert, ist ja bestimmt nicht schwer, ne? So massives Teil.
So, natürlich komme ich hier noch nicht rein. Aber kann ich jetzt schon die Kolben? Die kann ich jetzt schon rausziehen. Sehr gut. So. Zieh die Kolben raus. Würde ich auch gerne mal fahren, so eine fette Bude. So, und jetzt wieder runter, wie ich wieder den Motor rausziehen kann. Das ist auch affig, ey. Als ob das so wäre. Als könnte man die Kurbelwelle nicht drin lassen, wenn man den Motor rausnimmt. Die ist ja komplett frei. Das andere ist alles fertig hier. Grün, grün, grün. Ne? Aber hier mache ich jetzt nochmal einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part und bauen die Kiste dann komplett fertig. Ich danke fürs Einschalten, bewerten bitte nicht vergessen und dann würde ich sagen, haut darin bis dahin. Tschüss!